Rindenfrucht findet man an großen Bäumen. Der ist groß. Tja, wie sehen die aus, ne? Man ist ja völlig verloren, ne, am Anfang. Man muss ja immer erst selber lernen, was hier abgeht. Oh, das sieht doch ganz vernünftig aus hier. Aha, guck an. So, und wie nehme ich die jetzt? Drauf boxen, ah ja. Na, so. Okay, komm, ich geh mal da hoch. Da oben war einer. Mehrere. Das Wichtigste weiß schon auswendig. Spielt schon eine Weile wahrscheinlich das Spiel, ne? Das genügt. Jetzt drinnen eine Frucht. Alter, da brauche ich ja eine Stunde, bis ich wieder zurück bin, ne? Radiosender? Sind da Bösewichte? Ganoven? Ah, guck an. Der 9-millionste Systemcheck heute. Immer ja, bestimmterweise wird's gehen, das stimmt. Jetzt wäre er gefangen. Ist er. Keiner in seiner Nähe? Ja dann. Kann ich ihn denn befreien irgendwie? Bestimmt, oder? Dann zeig mal das Ding hier. Draufhauen. Den Kassen. Ah. Bitteschön, gern geschehen. Entschuldige, ich suche nach Etua. Nein, geh nicht. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Ich habe mich von Furcht und Zorn leiten lassen, deinen Verlust missachtet. Auch wenn sie bei Ewa ist, erinnert mich meine teure Frau Asahe an alles, was uns geraubt wurde. Ihre Weisheit und Güte sind noch hier und in Etua. Etua und du, ihr wandelt denselben Pfad entlang, doch dieser führt sie von mir weg. Sie ist wie ihre Mutter, ungestüm und starrsinnig. Ich möchte genauso furchtlos werden wie sie. Ich hielt Asahe im Arm, als sie starb. Auch sie war furchtlos. Wo du ein annehmbares Risiko siehst, sehe ich Krieg und Zerstörung. Mein Volk hat schon so viel verloren. Doch wenn ihr nicht kämpft, könnt ihr alles verlieren. Ganz kurz sahen wir den friedlichen Geist der Sarentu in dir.
Aber sie sind wohl wirklich verschwunden. Geh weiter. Ich muss Etuwa finden. Geh weiter. Finde Etuwa und sag ihr, dass Etuwa sicher ist. Du findest sie am Heimatbaum. Nordwestlich in der Nähe eines Baumes. Okay. So, wie war das? Ich kann hier auch raus, ne? Nein. Ah, wer ist denn da? Ah, Licht. Okay. Ist geil, wie er bergab schneller rennt, wie auf gerader Strecke. So. Nordwestlich. An einem Baum. Geschafft! Und was für ein Schuss! Vielleicht kann ich etwas von dir lernen. Aus der Nähe ist es sicher einfacher. Schmälere nicht deine Fähigkeiten. Ihr seid's nicht. Ein Jäger trifft sein Ziel aus der Ferne, aber nur die Besten schleichen sich ungesehen heran. Vielleicht war es abgelenkt. Kriegt man das angezeigt? Ja. Dann dahin. Er kann mir doch nicht die Schuld daran geben. Heißt? Unser Sarentu-Held ist zurückgekehrt. Deine Vorfahren wären stolz. Die Jäger haben mir von Sommeys Tod berichtet. Himmelsmenschen machen sich nichts aus dem Schönen. Sie sind das Problem mit den Kinglor. Ich weiß es. Was jetzt? Wenn deine Mutter so geschaut hat, bedeutete das immer Ärger. Wenn du dich mit der Königin verbindest, zeigt sie dir ihren Schmerz. Ich verstand nicht, was ich sah. Vielleicht lehnt sie mich ab. Ich bin mehr Himmelsmensch als Na'vi. Du bist beides. Das ist deine Stärke. Deshalb musst du es tun. Dein Vater könnte uns verstoßen. Ja, das ist aber übel, ne, wenn man das so spielt. Ich weiß, dass er Angst um uns hat, Nevika. Aber wir müssen es versuchen. Für ihn. Für uns. Ich meine, das ist bestimmt eine geile Immersion, eine geile Erfahrung. Die Wiese des Lichts bietet uns Schutz vor neugierigen Blicken. Nee. Ja. Das würde ich vielleicht auf der Couch machen, so ganz gechillt. Schau nicht so besorgt, Mayantu. Da will ich Fortschritt machen. Ein kleiner Stich und wenn du erwachst, bekommst du einen belebenden Nixie-Nektar. Ein Stich? Der Nixie-Nektar holt dich zu den Lebenden zurück. Jeder, der dieses Ritual mit der Kinglor-Königin wünscht, muss vorher Nektar sammeln. Nur Mut, du bist mehr Na'vi, als du denkst. Und jetzt geh. Mhm. Sumpfbienenstock-Nektar. Kann ich da? Bin ich hier rüber? Geht das? Kann ich nämlich von hier oben angreifen, ne? Weiß nicht, ob es so clever ist, aber... Das meine ich. Da musst du so viele Knöpfe drücken, dass du was essen kannst. Das ist so dumm.
weiß, dass du da draußen bist. Oh. So. Jetzt können wir wieder ein Vieh befreien. Am besten vor dem Angriff essen. Ja, aber ich bin ja verletzt worden, dass ich kaum noch Energie hatte. Da musste ich ja essen. Ersatzteile, wunderbar. Blendgranate. Ich habe Wochenende, das ist ein Anfang. Jawollo. Oh, guck an. Noch ein Labor. Ich weiß zwar nicht, was ich hiermit machen kann, aber da ist ein Labor. Ist das nicht dasselbe von vorhin? Nee. Könnte sein. Ach ja, wenn du eine Basis bekämpfst, bekommst du mehr Loot, wenn du es schaffst, keine Alarm auszulösen. Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Da muss ich dann nur noch gucken, wie das dann mit dem Sneaken gut funktioniert. Okay, das ist nix. Da liegt was. Genau wie auf der Erde ist die Artenvielfalt hier riesig auf Pandora. Von Einzellern und Bakterien zu Navi, Menschen und Tulkun. Die Arten formen Gemeinschaften und entwickeln sich zu Ökosystemen. Jeder Organismus lebt unabhängig mit anderen und der Umgebung zusammen, um eine bewohnbare Welt zu schaffen. Der Regenwald nimmt Kohlenstoff aus der Erde auf. Die Energie der Sterne, aufladen mit Zit, Sol oder Alpha Centauri, wird absorbiert und sorgt für Sauerstoff in der Atmosphäre. Was denn genau? Korallenriffe bieten Zuflucht und reichhaltige Nahrung für Meerestiere, sodass die Ozeane voller Leben sind. Die Herden der Pflanzenfresser sorgen für fruchtbares Land, wo auch immer sie grasen. Hättest du dich vorhin sagen können bei der anderen? Tragen zur richtigen Größe der Population bei, damit die Pflanzen Zeit zum Wachsen haben. Genau wie ein Uhrwerk ist dies alles eine wunderbare Maschinerie, die die Balance des Lebens auf unserer Welt erhält. Der Welt, in der wir leben. Erledigt, Alex. Das Feldlabor ist aktiv. Aber das ist so das Ding von vorhin, oder? War das nicht auch Sonnenscheintal? Ich habe viel geforscht, aber nichts wirklich zu Ende gebracht. Wertvolle Daten nicht genutzt. Ein Terminal sollte mit dem Hauptquartier verbunden sein. Lass uns das mal checken. Probier bitte jetzt aus, ob es aktiv ist. Da habe ich nicht drauf geachtet. Die sehen sehr gleich aus. Achso, okay. Da habe ich meine Sonnenscheintal, hieß das vorhin auch. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt, oder? Over. Genau. Da hat er recht. Da. Siehste. Mal jetzt auch alles an. Machen wir es erstmal voll hier. Hey, du bist. Ich hey, habe du. Von einer verlassenen RDA-Anlage bei diesem Feldlabor. Ist vielleicht brauchbar. Wäre schade, was Funktionierendes zurückzulassen, nicht? Koordinaten kommen. Bin unterwegs. In solchen Laboren kann man weiter Quests erhalten. Ah ja, okay. Okay.
So, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Das ist ja wie bei Witcher 3. Oh, halt. Wo du auf dem Weg zu einer Quest erstmal 10 andere Quests machst. Ja, Versteck ist leer, okay. Bis du dann mal dahin kommst, ne? Noch eine Förderstelle. Ich sehe Türme und Silos. Eine Gasmine. Rate mal, was in den Silos ist. Gas? Erdbebenturm. Ah, also wenn ich die Pläne richtig verstehe, musst du die Türme und die Gaslager zerstören. Oh ja, ist ein bisschen größer. 10 Teile, alles klar. Oh, hier ist aber Stimmung. Boah, ist das Flugabwehr. Ja. Das hat schon Far Cry-Vibes, ne? Mit dem Markieren der Gegner. Das sind nicht wenig, verdammt. So, also schleichen oder Angriff? Schleichen. Schleichen. Das versuche ich auf jeden Fall. Mehr Loot, weniger Ärger. Muss mal gucken, also an das Ding muss ich dran. Und da hinten muss ich auch an das Ding dran. Probieren wir es erstmal da dran zu kommen. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an, wie das hier so aussieht. Stimmt, Nahkampf oder Fernkampf, Fernkampfbogen, das ist gut. Was war das? Das ist der lange, ne? Und den? Warum kann ich den eigentlich nicht? Ich könnte deinen. Ne, will ich aber auch haben. Okay. Wenn es nicht klappt, versuche sofort den Typen zu töten, der Alarm schlagen will. Okay. Oh. Sieht schon übel aus, ne? Einige von den Pflanzen sind riesig. Ich wurde entdeckt. Okay. Dann. Oh. Oh. Komm zu Papa. Erfolgreiche Mission heute. Alter, wo muss ich denn noch hin? Wo war das? Da. Okay. Falsche Richtung. Gehen wir lieber da lang. Lauf, Forest. Fuck, Alter. An alle Einheiten, Feind entdeckt. Ja. Gut, die Verstärkung wird kommen. Verdammt. Dann muss ich mal anfangen, ein paar auszuschalten, ne?
Ach so, Essen ist nicht heilen. Hä? Ich werde flankiert. Okay, das war mir nicht bewusst. Was ist denn dann heilen? Ach, jetzt ist auch egal. Versuch den letzten Punkt zu erledigen. Dann sind die übrigen Gegner egal. Okay. Da hinten. Gar nicht entdeckt. Ihr Lüger. Y. Ah. Okay, das war im Tutorial. Da stand irgendwas von Notfallheilung oder so. Das steht an deiner Anzeige, wenn du so niedrig bist. Ah. Oh nein, ich komme da gar nicht hoch. Okay. Schleichen wir mal weiter. Oder wird's was bringen? Ja, da sehen sie mich ja halt, ne? Okay. Vorsichtig. Als Trost. Ich habe auch oft üben müssen, bis ich nicht mehr wischwurde. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also mich erinnert das hier stark sehr an Far Cry. Und bis man da die Basen... Oh, warum hat er... Bis man da die Basen mal ordentlich... kaputt machen konnte, ne? War ja... Das hat ja ewig gedauert. Ja, ne? Wo ich es gestartet habe, wurde mir auch direkt gesagt, das ist eine Mischung aus Far Cry und Call of Duty. Mittlerweile verstehe ich, was er gemeint hat. Das stimmt schon. Da hinten muss ich hin. Nee, da muss ich hin. Okay. Und ich gehe trotzdem erstmal da hoch. Kann ich hier vielleicht schnell rüber? Da. Frage ist, wie komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Guck weg. Einfach hinrennen und das letzte Halle liegen. Weil letzter Punkt geschafft ist, verschwinden alle Gegner. Okay. Wohin? Da. Drehen. Na hallo, blaues Ding. Hey. Geschafft. Klar und deutlich angekommen. 530 Start. Bestätige Befehl. Rückzug läuft an. Ja, geil.
Schade, dass es nicht im Schleichen geklappt hat, aber geil. Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Nektar finden. Kann ich da auch rein? Ja, kann ich. Sie haben nicht viel dagelassen. Ich hätte leiser sein sollen. Ich hab's ja versucht. Hey, weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Tudum. Am besten erstmal Grundlagen mit Steuerung ordentlich üben. Dann klappt auch Schleichen bis. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre sehr wichtig. Das war jetzt wirklich vorgestern das Spiel gestartet und einfach mal geguckt, was passiert. Anstatt sich da so wirklich mal mit zu befassen. Ich muss immer zu an die Gerüchte denken. Die Grünschnäbel sagen, der Ort westlich der Steinsäulen sei verflucht. Ich hab gesagt, nein, der ganze Regenwald. Normalerweise gebe ich nicht viel auf solche Gerüchte. Aber hier musste ich lernen, dass fast immer was an ihnen dran ist. Wir sind die dritte Truppe. Und in der Basis geduckt laufen, um nicht gleich gesehen zu werden. Aber die Ausrüstung bleibt liegen. Der Boss denkt nicht im Traum daran, sie sich selber zu holen. Ich sehe mir immer wieder das Gelände an. So, muss ich jetzt jeden Raum durchsuchen, oder war es eigentlich schon in dem Hauptraum da eben? Vielleicht macht die große Sichtweite die Leute zu selbstsicher. Wir wissen immer noch nicht, was sie angegriffen hat. Es ist schnell und weiß, wie man Beute verfolgt. Memo über unsere aktuellen Methoden zum Roden. Auch wenn ich die Bedenken gegen die Entlaubungsmittel im Vergleich zum maschinellen Entfernen der dichteren Vegetation verstehe, kann ich versichern, dass dies keine Risiken für zukünftige Bewohner bietet. Ja, es wurde von einem metallischen Geschmack berichtet in diesen Zonen. Aber unsere Masken sind absolut geeignet, um starke Verschmutzungen aus der Luft zu filtern. Natürlich bleibt noch die Möglichkeit der Aufnahme über die Haut. Aber bis tatsächlich die ersten Bewohner hier eintreffen, möchte ich hinzufügen, wird jegliches Mittel bereits durch den Regen entfernt worden sein. Wir bevorzugen Entlaubungsmittel im Gegensatz zu Feuer, da wir sie von den Navi unbemerkt einsetzen können. Ihnen keine Gelegenheit zu reagieren. Das ist schon geil, ne? Und so SecOps Ressourcen sparen können. Aber die kann ich nur aktuell benutzen. Davon ich denke, damit habe ich alle Bedenken zu diesem Thema angesprochen und wir können es abhaken.